Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword! Willkommen zurück bei Dominik im Geld! Hm? Ich bleib widerlichen! Ja, ich hab gesagt, du bist gay. Nein, hast du nicht. Doch, gay. Und bin ich nicht. Dominik, hast du mir letztens noch was anderes erzählt? Hör auf zu lügen. Hä? Ich mag keine Lügner. Ah ja, ich mag auch keine Lügner. Na also, hör von Schwuckeleien mit deiner Mutter zu erzählen. Möchte ich wirklich nicht wissen, wie deine Mutter dir das Ding in den Arsch gerammt hat. Ich nehme schon auf, ne? Du bist am Aufnehmen. Oh! Warum, der kaufst du eine widerliche Scheiße? Nein! Boah! Glück! Du tust mich niemals! Ja. Oh, eine Eonblume! Weißt du, meine Lieblings-Let's Player werden immer und immer weniger. Das sind sowas von verdammt wenig auf einmal. Geht's dir genauso? Ja. Sehr passend ja. Aus, diese Werbung, die so läuft, ne? Wie? Mhm. Hat ihr auch drauf? Ja, leider. Da muss ich den ja auch nicht mehr gucken. Ja, die kann ich jetzt nachts nicht mehr hören. Also wenn das hier und dann die übelst laute da. Haben sie sich schon den neuen Kredit von Webster geholt? Wenn nein, dann tun sie es. So behindert. Muss man den Kack doch nicht reintun. Dann guck ich Leute, die keine Werbung haben. Ich werde niemals No-Name-Typ gucken, auf kannst du an. Niemals! Kann man noch Luxer Kling gucken, bis der ist gut. Shadow Sword leider ja auch nicht mehr. Der hat seinen alten Kanal jetzt gedicht gemacht, ne? Ne, der hatte noch. Ah, da muss ich den Kanal wechseln wegen den Strikes. Ja. Yeah. Der hat Strikes? Der hatte Strikes. Oh, Hilfe. Jetzt ein Intro hochgeladen oder sonstiges. 3 Jahre später wurde das Video als Content Strike gemeldet. Hast mich gefällt. Nein! Du lässt mich in Ruhe. Da. Damit das klar ist. Immer diese Zeitquest für die Drachen, ey. Ist doch nicht mal feierlich. Was soll das? Habe ich dir noch nicht genug gut genug? Das war nach oben, ne? Ey! Ho! Oh. Nein! Fuck! Aber das Gute ist ja, scheinbar mir fehlen auch nur noch 2 Herzteile. Habe ich alle 20 Herzen. Oh. Nein. Bitch. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, Käfer. Bravo, Käfer. Hey. Bam! Nein, ab da. Schlitz. Oh, das Glibber. Tschitsching! 22 Stück Glibber schon. Das heißt, morgen lang wach bleiben, ne? Auf jeden Fall. Morgen gucke ich eh den Titel-Livestream. Ah ja, da kommt ja... Nein! 21 Uhr kommt ein Titel-Livestream. Dann wird, glaube ich, selbst nur 2 Stunden Stream. 21 Uhr kommt Titel und, glaube ich, 19 Uhr Sepp.
Ist doch geil. Oh ja, instant gucken, ey. Titte muss ich gucken, wie die da, wegen der Auslösung bei der Let's Player Woche. So. Kannst aber auch mitgucken, wie es mit welchem Gronk ich zusammenkomme. Ja, kommst du mit Gronk zusammen? Ja, aber so, ich mach ja niemals Honk. Mach mal tun, Lux hat Ning. Wow, Lux hat Ning, musst du kalt dein Maul, ich mach das du wegen Geld. Also Geld? Aber, du verdienst doch kein Geld. 2 Millionen Euro bei Gronk. Aber, ich hab das doch extra nur wegen, oh, der Let's Player wegen dir. Oh, der Donnerdach sieht nicht gesund aus. Oh, Sunshine Cast sieht aus. Du bist so ein Mensch, was treibt dich denn hier? So, du kommst also von mir, du weißt Dominik. Und was fehlt mir da? Wie wäre es mit sowas wie WR16 Dominik, so wie meine Freundin? Gefällt dir nicht? Naja. Also was willst du von mir? Du wirst Herr Shiani beibringen. Du sagst gerade, dass du von mir kommst, Dominik. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt einiges. Aber weißt du was, Dominik? Weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich umdrehen. Du merkst nicht, was du sagen musst, aber du siehst es ja selbst. Ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt und kann daher nicht sehen. Es ist schon ein Last von dem Göttin Auserwählt zu sein. Oh. Dann gehen wir mal hier hin. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ein. Puh. Gibst du mir Pfeile? Das du. Nee, ist nicht. Okay, dann halt genau treffen. Nein! Jetzt muss ich doch mit dem Käfer arbeiten. Und. Hot. So und. Ho. Star. Hot. Ich brauche erstmal meinen Staubsauger wieder da. Hit. Hot. Erstmal wollen wir uns jetzt in Sets legen. Du hast den Lebensbaumkeimling, Alter. Ein Keimling, deswegen der Lebensbaum, dessen frische jede noch so schwere Krankheit eingekommen. Was willst du damit? Der Donnerdrache braucht unbedingt eine Lebensbaumfrucht. Du willst ihm doch helfen, oder? Klar. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihn allerdings woanders einpflanzen. Und zwar nicht in Ranähe. Nicht in Ranähe. Aber erstmal, das letzte, glaube ich, das ist das letzte Artefakt der Götter, glaube ich. Jetzt, wie wir es jetzt nachgucken, wir gehen jetzt auf Alt, dann auf C und gehen jetzt auf hier. Nutze, der reagiert auch. Doch nicht letzte, what the? Wo ist genau ein Artefakt der Götter, bitteschön? Ein Eldin kann das? Nee, kann eigentlich nicht mehr, meine ich. Keine Ahnung. Und was stehen bei den Juwelen der Güte dann? Die reagiert auf Juwelen der Güte. Ich glaube, die reagiert erst nicht mehr, Leute, wenn man die alle geöffnet hat. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaube schon. So, jetzt kommt wieder rüber. Hot. Und jetzt müssen wir nach... Wollen wir nach Fairone. Und zwar müssen wir in der Zeit zurückreisen, weil dieser Lebensbaum braucht ja eine Zeit lang, bis er wächst. Oh mein Arm. Aurora, wir brauchen dich. Sonst falle ich in den Tod. Oh mein Kopf. Dum, dum. Tja. Okay,
Okay, und jetzt müssen wir natürlich wieder den grünen Schimmer da reinfliegen nach Fallrode. Das war wieder. Raudi! Raudis! Lasst mich in Ruhe! Ach ja. Und der große Schwarzloop. Oh. Money matters! Ja, ja. Tempel des Siegels, Hintereingang. Jo! Ich will zu dieser Vogelstatue. Ich würde nicht, weil ich muss mal in meine Beine eincremen. Oh nein! Nein! Wieso mutet er sich? Stefan, ich finde das jetzt so gar nicht in Ordnung, dass du dich mutest. Was soll das? Das ist böse. Und der einzige Ort, wo man noch durch die Zeit reisen kann, ist natürlich ja hier. Durch das Zeitportal! Muss man trinken, ne? Ich hab mein Trinken verloren. Nein, ja, Leute, ich muss jetzt aber echt mal kurz was trinken wieder. Schon 11 Minuten wieder vorbei, ich glaube es nicht. Wie die Zeit schon einfach umgeht, wenn man aufnimmt. So, und jetzt tschüss. Bling, 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 bling. Dum, dum, dum. Oh! Seht ihr? Und in Ranier hatte er keine Blätter, weil er da nicht wachsen kann. Du hast die Lebensbaumfrucht ein. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Und die, wo ist sie jetzt wohl? Genau in der Mitte. Was soll denn das? Nein. Die ist da abgewählt, weil sonst sie nirgendwo abgebildet werden. Doch, sie könnte eigentlich noch wo abgebildet hätte können. Nämlich eigentlich hier noch, wenn hier noch Platz genug wäre. Wenn das alles zusammen wäre, hätte die noch, glaube ich, hier hingepasst. Aber egal. Sie ist, kommt ja eh dann nur ein Häkchen, dann hätte da eh nur ein Häkchen gekommen. Also eigentlich unnötig. Egal. Hart. Meine Stimme ist wieder mal rumzacken, wie ich gerade merke. Kling, kling. Ey. Kling. Jo, ins Wolkenmeer natürlich. Jetzt gestern hören müssen, als die Sterne schon überall gekränkt hat, ja, hier, ne? Da habe ich mich so falsch gedacht, aber der Bund ist egal, Leute. Das war einfach nur zum Brüllen. Tja, ja. Tja, ja. Ja. Oh. Beschleunigen wir uns erstmal kurz, und werden, indem wir da durchfliegen. Dauert der Flug nicht so lange. Oh nein, ich glaube, er hat es gehört. Was? Egal. Da dauert der Flug nicht so lange. Ja. Hast du dir erzählt, dass ich rumgekriegt habe wie ein Mädchen? Ich habe nur gesagt, dass ich mich gestern kaputt gelacht habe, als du dich eingecremt hast. Also, ne, jetzt geht's eigentlich. Wenn das Zimmer, wenn das Zimmer warm, wenn du mit kalter Creme und kalter Dings da drauf bist. Jetzt kommt der zweite Prozess, was noch Burning Man. Oh nein. Dann brennt das noch wie Sonne. So, genau, wenn du mal eine Mutprobe machen willst, stell dich mal eine Stunde in Speicher. Ich habe gestern eine halbe Stunde Speicher aufgeräumt mit der verdammten Kälte. Mhm. Boah. Ja, ich würde sagen, ich bin hier ein paar. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.